Eines Tages im Jahr 1964 klingelte ein junger Reporter, Joseph Lalivelt, von der New York Times, zweimal an der Tür eines unscheinbaren Hauses in der 72nd Street im New Yorker Stadtteil Queens. Ihm öffnete eine angenehm aussehende 45-jährige Frau, deren Gesicht sich beim Anblick des Journalisten veränderte. »Gott, ich wusste, dass das passieren würde«, sagte sie. »Sie sind also doch gekommen.« Die Nachbarn dieser schönen Hausfrau aßen 5 Jahre lang ihre Strudel und Brötchen, ohne zu ahnen, dass neben ihnen eine Aufseherin aus den SS-Konzentrationslagern Majdanek und Ravensbrück wohnte, die Häftlinge mit Stiefeln und Peitschen schlug. Dafür erhielt sie den Spitznamen »Stampfende Stute«. »Sie haben das falsch verstanden«, sagte ihr Ehemann, der Bauarbeiter Russell Ryan, dem Reporter freundlich. »Meine Frau würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Sie ist der anständigste Mensch auf Erden. Ja, Hermina war in der Armee, aber sie wurde eingezogen. Sie musste ihre Pflicht tun.« Hermina Braunsteiner wurde freiwillig Gefängniswärterin. Zuvor hatte sie in der Flugzeugfabrik Henkel Teile geschliffen und sich über den Geldmangel beklagt. Frauen durften in Nazi-Deutschland nicht offiziell in der SS dienen, aber sogenannte Helferinnen wurden in den Lagern ständig gebraucht. Hermina lockte der Lohn, der 4-mal höher war als in der Fabrik. 1939, im Alter von 20 Jahren, kam Hermina nach einer entsprechenden Ausbildung in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Am 16. Oktober 1942 wurde sie nach Majdanek, einem Vernichtungslager in der Nähe von Lublin, Polen, verlegt, wo 78.000 Menschen von der SS ermordet wurden. Laut Zeugenaussagen erwies sich die zukünftige gute Hausfrau als Sadistin. Bevor sie Häftlinge in die Gaskammern schickte, trennte Hermina Frauen und Kinder und erfreute sich ganz offen am Schluchzen der Opfer. Wenn sich eine Mutter nicht von ihrem Kind trennen wollte, peitschte und trat die Aufseherin sie. Ihren Verbrechen fielen in kurzer Zeit Dutzende von Häftlingen aller Altersgruppen zum Opfer. Gleich am ersten Tag, an dem Frau Braunsteiner in Deutschland vor Gericht stand, musste die Sitzung unterbrochen werden. Der Richter wurde krank von den Schilderungen der Zeugen, was genau diese Aufseherin in Majdanek getan hat, sagte Simon Wiesenthal, der berühmte Nazi-Jäger, 2002 in einem Interview. 1943 wurde Stampfende Stute für ihre Gräueltaten mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Und ein Jahr später wurde Hermina Braunsteiner zur Oberaufseherin befördert und kehrte nach Ravensbrück zurück. Dort verhielt sie sich ähnlich. Bestätigten Berichten zufolge peitschte sie mindestens 2 weibliche Häftlinge aus, wenn nicht sogar ein Vielfaches davon. Ein französischer Häftling des Lagers erinnerte sich: »Ich habe gesehen, wie Hermina einem jungen russischen Mädchen, das der Sabotage verdächtigt wurde, 25 Peitschenhiebe verpasst hat. Ihr Rücken war praktisch zerrissen, aber ich durfte dem armen Mädchen keine erste Hilfe leisten. Braunsteiner ist eine pathologische Sadistin. Sie mochte es einfach zu töten und zu foltern.« Am 7. Mai 1945 gerieten Hermina Braunsteiner und der Rest des Wachpersonals aus Angst vor der herannahenden Roten Armee in Panik und verstreuten sich in die Umgebung. Die Stampfende Stute kehrte nach Wien zurück, wo sie bald darauf von den Briten verhaftet und von einem Militärgericht zu 3 Jahren Gefängnis für ihren Dienst in Ravensbrück verurteilt wurde. Es gelang ihr, ihre Verbrechen in Majdanek zu verbergen. Nach ihrer Entlassung arbeitete sie als Putzfrau und Kellnerin in den Cafés der Familie. Sie lernte ihren zukünftigen Ehemann kennen, der in Österreich im Urlaub war, als sie an seinem Tisch eine Bestellung aufnahm. Sie heirateten bald und reisten im April 1959 in die USA. In Amerika bezauberte Hermina auf Anhieb alle Nachbarn. Sie kümmerte sich bereitwillig um deren Kinder, kochte bei allgemeinen Festen ausgezeichnete Speisen, war freundlich und gastfreundlich. Sie wurde von Simon Wiesenthal aufgespürt, der die amerikanische Presse darüber informierte, dass in New York dieselbe Verbrecherin lebt, an die sich die Häftlinge auch nach 20 Jahren noch mit Schaudern erinnern. Das Verfahren gegen Hermine Braunsteiner, die wegen der Ermordung von 80 Frauen nach Deutschland abgeschoben werden sollte, zog sich über 9 Jahre hin und das amerikanische Gericht war sehr langsam. Die ehemalige Aufseherin gab zu, dass sie in Majdanek gearbeitet hatte. Allerdings nur 1 Jahr lang, davon 8 Monate im Krankenhaus. »Ich wurde mit jemandem verwechselt«, sagte Aufseherin. »Ich habe sogar Angst, eine Spinne zu zerquetschen. Wenn ich sie zu Hause gefunden habe, trage ich das Insekt auf einer Zeitung in den Hof hinaus.«
Der Ehemann der Sadistin gab überall Interviews und behauptete, dies sei eine schreckliche Verleumdung und seine Frau sei einfach ein Engel. Dennoch wurde Stammfende Stute die amerikanische Staatsbürgerschaft aberkannt und 1973 nach Deutschland abgeschoben. Ein liebender Ehepartner stellte eine Kaution und Hermine war wieder frei. 1975 begann der Prozess gegen 15 Mitarbeiter des SS-Konzentrationslagers Majdanek, der sich über 6 Jahre hinzog. Am Ende des Prozesses war der ehemalige Aufseher 62 Jahre alt, wurde für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft im örtlichen Gefängnis verurteilt. Hermine und ihr amerikanischer Ehemann waren über das Finale furchtbar verärgert. Braunsteiner sagte, wenn ich vor 40 Jahren jemanden geschlagen habe, dann ist es ungerecht, für so etwas verurteilt zu werden. Dennoch verbüßte die Ex-Aufseherin, deren Schuld einwandfrei bewiesen war, 15 Jahre im Gefängnis. Aufgrund von Depressionen hinter Gittern konsumierte sie Unmengen von Süßigkeiten. Bei Besuchen, die ihr geliebter Herr Ryan überbrachte, konnte sie 3 Kuchen an einem Tag essen. Stampfende Stute entwickelte natürlich Diabetes, was zur Amputation ihres Beins führte. Die Anwälte appellierten sofort an die Gnade der Gerechtigkeit, obwohl Hermina Opfer keine solchen Rechte hatten, und 1996 wurde die ehemalige Wärterin freigelassen. Sie lebte weitere 3 Jahre in der Stadt Bochum und die von ihr verkrüppelten überlebenden Häftlinge des Konzentrationslagers Majdanek füllten die Gerichte mit Beschwerden. Henker, Sadist und Mörder waren auf die Haustür des Ehepaars Ryan gemalt. Der Ehemann des Verbrechers beschwerte sich ständig bei den Zeitungen, dass er ständig Geld für Reparaturen ausgeben müsse. Am 19. April 1999 starb Hermina Braunsteiner an den Folgen von Diabetes. Nach dem skandalösen Fall Hermine Braunsteiner Ryan richtete die Kriminalabteilung des US-Justizministeriums die Special Investigations Unit ein, die die Verleihung der amerikanischen Staatsbürgerschaft an Nazi-Kriminelle verhindern soll. Aber diese Entscheidung kam leider sehr spät. Viele Nazis waren bereits Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre stillschweigend nach Amerika eingereist. Der Vorfall der Verwandlung eines sadistischen Mörders in eine ruhige Hausfrau mit Kuchen kann nicht als überraschend bezeichnet werden. Diese Praxis war weit verbreitet. Viele SS-Henker taten dies, indem sie zunächst in die USA und nach Kanada zogen, dann ein ruhiges Leben in Kleinstädten führten und sich als liebe Großeltern ausgaben. Viele von ihnen hatten Glück, sie wurden nie für ihre Verbrechen bestraft. An dieser Stelle endet mein Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr über diese Geschichte denkt. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und dieses Video mit deinen Freunden teilst.